Prinzipiell ist mir Politik wichtiger als Musik. Ich suche meine Freunde eher nach ihren politischen Einstellungen aus, als nach ihrem Musikgeschmack. Ich vermisse Leute, die mal auf die Kacke hauen, dass es spritzt. Du hast noch nie einen Gummiknüppel in den Rücken bekommen. Aber ich finde, Punk muss nicht immer Anti sein. Ich finde, Punk muss, kann auch mal für etwas sein. Mir kommt als erstes schon 9/11 in den Sinn. Da hatte ich richtig Schiss vor einem Weltkrieg. Da dachte ich, jetzt geht's richtig ab. Ich bin nach Hause gegangen, also ich kann doch nicht weiterarbeiten, wenn jetzt gleich hier alles in der Atombombe fällt. Bescheuert. Ja. Dann solltest du morgen vielleicht auch zu Hause bleiben. The 90s, I believe, is the best decade of humanity. Really, I really do. Because it's going to hell now. Ich befürchte, die Menschheit ist zum größten Teil gefickt und verloren. Guten Abend. Scheibe und Matrosen. Mit Deutschland Amerika! Herz für die Sache, Wut und Adrenalin. Freude in die Luft, Chaos und Anarchie. Zimmer! Millennial Punk! Millennial Punk! Millennial! 11. September 2001, da waren wir auf Tour auf dem Weg nach Wien mit einer Band aus New York. Es war ja nur morgens 9 Uhr irgendwas in New York oder 8.47 Uhr oder sowas. Und das war also am Nachmittag und plötzlich, auch damals schon so Spiegel online, poppte irgendwas auf. Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit später nacheinander in sich zusammen. Im ersten Moment war mein Eindruck, das ist Quatsch, was die da erzählen, das ist nicht passiert. Also nicht im Sinne von Verschwörungstheorie, sondern ich hatte halt wirklich Probleme, das zu begreifen. Und dann sind wir aus dem Kino raus und die Frankfurter Innenstadt war leer. Da war keiner auf der Straße, weil die ganzen Hochhäuser natürlich geräumt haben. Dann saßen wir im Tourbus und dann haben uns Leute aus Berlin SMS geschrieben und gesagt, Alter, mach das Radio an, mach das Radio an. Es ist die absolute Katastrophe. Dieser Anschlag auf das World Trade Center. Es müssen Tausende sein. Die haben halt die ganze Zeit ihre Freunde und so angerufen. Die hatten zum Teil Freunde, die in den Twin Towers gearbeitet haben und so und waren echt total panisch. Es war wirklich ein skurriler Augenblick und es war wirklich für alle klar, dass das so ein ganz einschneidender Tag sein wird für immer. My dad called me at nine, told me about it, and turned it on, and oh, you know, you stay in bed all day with my ex-wife, and just like, oh, we live in a different world now. Soeben erreichen uns folgende Informationen aus dem World Trade Center in New York. Ich kann mich vor allem noch an die Menschen erinnern, die aus den Fenstern gesprungen sind, weil es keinen anderen Ausweg mehr gab. Und das, man saß dann halt den ganzen Tag vor dem Fernseher und am nächsten Morgen auch wieder und hat das halt verfolgt, was da passiert ist. Und es war unfassbar. Und auf der anderen Seite wusste man halt auch, dass das ultra krasse Folgen haben wird, dadurch, dass George Bush Präsident war. Und mein krassester Moment war so beim Verfolgen dieser Nachrichten, ich glaube schon am Tag 2, hat die Frau im Radio gesagt, wie viele Bodybags die bestellt haben. Also diese schwarzen Leichensäcke. Das war eine Zahl, die weiß ich nicht mehr, aber die hat mich umgehauen. Ich weiß, dass ich ein Interview gemacht habe, ich habe es neulich noch mal gelesen, mit Ian MacKay von Fugazi, Minor Threat, Discord Records, der dann eben erzählte, wie, ich glaube, es war der Jeff Nelson, einer seiner Ex-Bandkollegen, der in der Nähe des Pentagon gewohnt hat, der so sagte, so sinngemäß, hier ist gerade ein Passagierflugzeug drüber geflogen und ins Pentagon reingestürzt, Explosion. Not sure about the Twin Towers, but I don't believe in conspiracy theories. But clearly, the Pentagon is, there's cameras everywhere. And there's no footage of a plane hitting it. You can't hit a three-story fucking building with a fucking big jet. It's an inside job. Das war für mich so der Punkt auch bei diesem ganzen Inside-Job. Und das hat ja alles gar nicht gestimmt. Und da ist kein Flugzeug ins Pentagon geflogen. Diese ganzen verschwörungstheoretischer Scheißdreck, der ja uns bis heute verfolgt mit all den ganzen Querdenker-Nazis. Das ist für mich dieser Punkt, an dem diese Verschwörungstheorien wirklich losgingen. Ich glaube, für Punk war das schon entscheidend, wie Bush reagiert hat, ne, mit dem Patriot Act. Da kam ja so ein bisschen Reagan-Nixon-Style wieder raus und hat die ganze Punk-Szene, glaube ich, noch mal
stark politisiert auch. Da hatte ich richtig Schiss vor einem Weltkrieg. Da dachte ich, jetzt geht's richtig ab. Ich habe Angst, dass der Krieg auch nach Deutschland kommt und dann der dritte Weltkrieg ausbricht. Ich hatte auf jeden Fall diesen einen Sampler, Rock Against Bush oder so hieß der. Da waren so Bad Religion und sowas drauf. Ich musste auch sofort beim 11. September an diese Rock Against Bush, also wenn ich das mit Musik, ne, dass man halt auch einfach da irgendwie aufgeklärt wurde oder einem das nahegebracht wurde, dass sich da alle solidarisieren und versuchen eben da was klar zu machen, ein Statement klar zu machen. Und ich glaube, dass das durchaus, weil es halt eben diese Szene ist und Punkrock ja nicht nur diese Musik einfach ist, sondern halt das Ganze drumherum auch, die ganze Kultur, die halt eben weit über die Musik hinausgeht und demnach auch ein ganz krasser, solidarischer Moment einfach ist zusammen, um auch Aufklärungsarbeit zu leisten. I felt it was my civil duty to fight against that man. That president actually looks like a pretty decent dude now against Trump. This song is about, once again, the U.S. What a fucking terrible place. What a fucking assholes. What a bunch of fucking assholes. This song is about the United States called The Idiots Are Taking Over. Kurze Zeit später ist ja quasi eigentlich auch daraus entstanden, für Rock Against Bush 2 einen Song geschrieben. Und da sollten eigentlich nur US-Bands drauf sein für punkvoter.com. Das war ja Fat Mikes Initiative, um Kids in den Staaten zum Wählen gegen Bush damals zu bewegen. Ich habe dann Mike NorthX in Osnabrück besucht und dann haben wir im Tourbus gesessen. Ich habe gesagt, pass mal auf, ich fände es ein super Zeichen, wenn eine deutsche Band auch dabei wäre oder eine internationale Band zumindest, um zu zeigen, dass es nicht nur ein Thema, was Amerika angeht, sondern die ganze Welt. Dann meinte er so, yeah, I know, but, you know, I really have to like the song. Und dann haben wir gesagt, ja, ich mach nochmal an. And I like it. Step down, right now. Step down, right now. Step down. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn irgendwas Krasses passiert auf der Welt, ein politisch einschneidendes Erlebnis, dass sich dann dadurch auch die Musik politisiert oder auf einmal auch andere Themen wichtiger werden. Im Grunde kann man natürlich sagen, dass das irgendwie für guten Punk gesorgt hat, weil das natürlich so Fuel ist für das. Wenn man sich nichts hat, um sich darüber aufzuregen, dann wird man vielleicht ein bisschen bequem und faul. Aber andererseits ist es auch eine scheiß Nummer, weil das bedeutet ja, dass du mit deiner Musik und von dem, was du dann positiv wahrnimmst, dass das basiert auf dem Elend von Menschen, auf dem Tod, der Vernichtung, der wirtschaftlichen Notlage von Menschen. Aber ansonsten hat das auch kurz danach direkt Konzerte von uns beeinträchtigt. Ja. Nicht, dass wir irgendeine Art von zählbares Publikum gehabt hätten, aber jetzt dann hatten wir Leute aus dem Freundeskreis, die gesagt haben, nee, ich gehe jetzt nicht auf ein Konzert, wo 30 Leute sind, das ist mir viel zu gefährlich, nachher ist ein Anschlag. Auf der anderen Seite habe ich auch sofort geschnallt, was das für mich für Auswirkungen haben wird, weil so ein bestimmter Ironie auch mit dem Bandnamen und allem wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, weil natürlich eine riesengroße PR-Welle gegen sowas losgeht und wir da eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen werden wollen. Und so war es dann auch. Leute hatten da überhaupt kein Verständnis mehr für. Ich hab deinen Namen vergessen. Was ich gemerkt habe dann viele Jahre danach, dass die Sippenhaft gegenüber südländisch oder orientalisch aussehenden Menschen, die hat zugenommen. Und die hat mich dann auch unmittelbar natürlich betroffen. Aber mein Vater hat mir damals verboten, auf den Stein anzuziehen, deswegen. Ja. So als halber Ägypter hat er gesagt, das ist nicht gut, wenn du jetzt zu der Zeit irgendwie mit, wer weiß, was dir dann angehängt wird. Und ich bin nicht dabei, die Freunde lachen.
Moment, ich heiße Darius Aga Mohammad Beigi. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt eine Kartoffel und ich sehe auch nicht 100% wie eine Kartoffel aus. Mein Vorteil ist halt, ich komme halt aus Stelzhoop, was halt wirklich so, da haben halt quasi fast nur Leute mit Migrationshintergrund gewohnt. In meiner Klasse, in meiner Grundschulklasse waren von 25 Leuten, war glaube ich ein Marcel, ein Dirk und eine Denise und der Rest war irgendwie, kam aus der ganzen Welt. Und wir haben alle fließend Deutsch geredet, natürlich, weil wir alle hier geboren sind, alle hier aufgewachsen sind. Natürlich reden wir fließend Deutsch. Mein Papa hat immer mal wieder von so rassistischen Sprüchen erzählt, die er wahrgenommen hat. Die begleiten ihn sein Leben. Und ich nehme an, dass es mehr wurde danach. Aber er war natürlich total gesetzt als Augenarzt da in Düsseldorf-Garrad. Da gab es keine große Diskussion. Ich glaube, da gab es bei vielen Menschen auch diese absurde Unterteilung zwischen gutem Ausländer und schlechtem Ausländer. Ja, du aber nicht. Du ja nicht. Du bist ja ein Guter. Ich war in unserer Clique schon gut integriert. Also habe mich da auf der einen Seite schon wohlgefühlt, auf der anderen Seite auch immer ein bisschen als Außenseiterin, weil tatsächlich mir so ein bisschen auch so Gleichgesinnte gefehlt haben. Ich war tatsächlich so bis auf eine andere Flinte auch so die einzige BIPOC-Person. Also ja, die Szene ist sehr, sehr weiß, sehr, sehr männlich, sehr, sehr deutsch. Selbstverständlich, auf jeden Fall. Ich habe mich aber selber nie als Ausländerkind wahrgenommen. Es war immer diffus da, ich habe es immer verdrängt. Aber irgendwann gab es einen Moment, wo ich dachte, fuck, ja, so ist das. Die Leute sehen mich anders. Die sehen mich nicht so, wie ich mich sehe. Das war unangenehm. Das war sehr unangenehm. Ich war mir so sicher. Es hat ehrlich gesagt wirklich 30 Jahre meines Lebens fast gedauert, bis ich gemerkt habe, die Leute sehen mich nicht als Deutschen an, wenn sie mich sehen. So auch in der Punkix-Kneipe, wenn man sagt, hey, ich bin Darius, dann kommt gerne die Frage, wo kommst du her? Und wenn man dann sagt, aus Hamburg kommt, wo kommst du wirklich her? Und das hat im Osten, wie gesagt, haben wir zwar Konzerte bekommen, aber das war auch schwierig da für uns. Weil, wie gesagt, damals, das war ja dann 5 Jahre nach der Wende oder so, oder 4, warst du als Wessi auch nicht unbedingt überall gut gesehen. Ne? Und es gab auch noch zu dem Zeitpunkt immer so Angriffe in diesen autonomen Zentren, wo die wirklich geguckt haben, wer spielt denn heute da wieder? Und dann sind da die Faschos vorbeigekommen und haben da die Leute zusammengekloppt. Also ich kann mich auch noch erinnern, in meiner Parallelklasse zum Beispiel, da war das damals wirklich ein normales Bild, dass da irgendwie so wirklich so 7 Paar Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln standen und dass die Leute da halt mit Thor Steiner-Shirts rumliefen. Und das war halt, keine Ahnung, wir waren damals 15 oder so, das war halt damals bei uns am Land auch wirklich ein normales Bild. Also das gab es bei uns auch so, das war halt, und ich glaube, das hat immer so mitgespielt mit dem ganzen Aufwachsen. Man musste halt irgendwie wissen, bist du mit denen jetzt cool oder willst du dich von denen abgrenzen? Also das ist uns glücklicherweise nie passiert, aber eine Woche vor uns hatten Toxoplasma in Erfurt in dem Laden. Ich weiß auf nicht mehr, die haben sie geschossen. Den Bus mit Baseballschläger bearbeitet, die sind da durch eine Straßensperre durch und so. Und das haben wir erfahren in dem Laden, dass das eine Woche vorher so war. Ne? Und dann ist ja schon ein bisschen anders. Ich kenne das natürlich so, wenn man irgendwo spielt, wo es ein bisschen heiß ist. Und dann, ich weiß, so autonome Zentren, so kleine, irgendwo im Osten. Und dann sind wir da und dann gehst du raus, willst irgendwie einen Joint rauchen oder so. Und dann, könnt ihr bitte die Tür zumachen hinter euch? Und dann so, ich sag, wieso denn? Und so, ja, gibt hier immer mal wieder Angriffe und so. Und dann guckst du die halt an und das sind so kleine 17-, 18-jährige Jungs und Mädels. Ganz friedliche Leute, die nicht nach Gewalt aussehen. Und man denkt an Wahnsinn. Ihr betreibt einfach dieses Haus, ihr bucht Bands wie uns hin und lebt mit so einer ständigen Gefahr. Da hattest du halt Stress bekommen. Also das war auch wirklich so am Land. Also da wusstest du, wenn du da jetzt hingehst, dann wird es da irgendwie Reibereien geben. Und deswegen würde ich sagen, dass das für uns auf jeden Fall das Aufwachsen auch einfach politisch war. Also ich finde, am Land dieses Aufwachsen, da kann man sich dem halt auch nicht entziehen. Aber wir waren in der JRE, Jugend gegen Rassismus in Europa. Was sind hier 1000 Leute auf der Bühne? Und das Kühl, was fickt ihr denn hier rum, du Arsch? Wir treten alles in den Arsch und zwar immer wieder. Labern nicht nur immer dumm rum, wie linke
Spießer. Die Straße ruft meinen Namen, weil es ohne mich nicht geht. Die letzte Flagge, die nicht brennt, ist die der Solidarität. Und in der Schanze. So, also ich kann mir fuck Nazis auf den ganzen Körper tätowieren und nackt durch die Gegend kommen und keinen stört. Wir gegen die. Wir gegen die. Das ist Mucke gegen alles und ich will die breite Masse. Im Radio läuft den ganzen Tag die Scheiße, die ich hasse. Wir folgen keinem Führer, salutieren keiner Flagge. Randalieren für die Liebe, nicht für die weiße Rasse. Sie verbieten uns den Mond. Wir gegen die. Sie verdrehen die Vernunft. Klar, wenn man sich Themen aneignet, die einem, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht zustehen oder wo man versucht, für eine andere Gruppe zu sprechen, obwohl man keine Erfahrung damit hat. Also ich kann jetzt nicht über Rassismus-Erfahrungen sprechen, aber ich kann ja über Rassismus sprechen und darüber sprechen, dass Nazis scheiße sind. Weil ich nur Deutschpunk gehört. Das ist sozusagen immer noch die einzige Musik, wo es, wenn es gut ist, wo ich denke, das drückt genau das aus, was ich fühle, das drückt genau das aus, was ich brauche. Die haben die gleichen Ängste, die haben den gleichen Wut, die haben den gleichen Hass, die haben die gleichen Feinde. Die sind mit den gleichen Sachen unzufrieden wie ich auf dieser Welt. Du wirst als Kind mit migrantischen Wurzeln groß. Wo findest du dich denn in den Liedertexten wieder? Mir haben oft Bro-Models gefehlt. Wenn es ein paar wenige gab, dann waren die natürlich aber auch so unerreichbar. Na, das waren irgendwelche internationalen Stars oder Models, mit denen kann man sich ja überhaupt nicht vergleichen. Es fehlen die Role-Models für weibliche Musiker. So fehlen in gewisser Weise Role Models auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Ja? Und mir fallen nicht super viele Jungs und Mädels ein, die so aussehen wie ich, die in unserer Musikszene unterwegs sind. Mehrfache Diskriminierung zu erfahren, das trifft einen natürlich besonders hart. Da struggelt man halt teilweise zweifach, dreifach, mehrfach. Zum Beispiel als queere People of Color. Flinter Person. Für viele Leute ist ja ein wichtiges Thema, ich möchte irgendwie dazugehören. Und irgendwie, ich möchte akzeptiert werden in dieser Gesellschaft. Und die Kids mit Migrationshintergrund, die werden halt so krass, denen wird es halt so krass besorgt immer noch. Die sind froh genug, wenn sie nicht irgendwie nur aufgrund der Nennung ihres Namens einen Job nicht bekommen. Die müssen nicht noch grüne Haare. Also deren Leben ist schon schwer genug. Das ist schon voller Depressionen und Vorurteile. Also was Rassismus betrifft, hat das am Ende des Tages sogar noch schlimmer gemacht. Weil sowohl die Nazis fanden mich scheiße, als auch die marokkanischen Jugendlichen damals im Düsseldorfer Vorort. Ja? Die konnten nämlich das alles nicht verstehen, wieso der Schwarzkopf da mit Bomberjacke rumläuft. Und ich meine, das haben halt die Kartoffelpunker alle den Vorteil. Ne? Die müssen halt, ja, hast keine gefärbten Haare mehr und wenn du jetzt nicht irgendwie zu viele schlechte Tattoos hast, machst halt deinen Iro ab, irgendwie ziehst eine ordentliche Klamotten an und ab da bist du Teil der Gesellschaft. Und das haben halt Schwarze und Leute mit Migrationshintergrund, werden das niemals haben. Dieses Antifa ist Kacke und rechts ist Kacke, das geht nicht. Das hat einfach nicht die gleiche Wertigkeit. So sehe ich das. Das ist einfach so. In meinen Augen geht die absolute Gefahr in Deutschland und auch auf der Welt von Nationalisten von rechts aus. Das verfickte Abendland und seine verfickte Rettung haben zu Hause nichts zu suchen. Hol deine Frau ab, Sarah. Weg. Bitte Baby, wach auf. Bitte wach auf, Alice. So 2004, 5, 6, das war schon so eine Zeit, da war das Problem Rechtsextremismus außerhalb der radikalen Linken und der Punkszene, hat das wirklich kaum jemanden interessiert, ne? Also haben wir versucht zu sagen, wir machen so eine ganz popkulturelle, frische, junge, niedrigschwellige Kampagne und suchen uns dafür diese großen Idole oder wie man es nennen will, also die großen Bands. Die Berliner Punkband ZSK sprach berühmte Kollegen, unter anderem von den Toten Hosen und Ärzten an, ob sie nicht mit ihnen zusammen eine DVD produzieren wollten. Die haben ja gesagt. 30.000 Scheiben und dafür griffen die Musiker selbst tief in die Tasche, werden ab morgen also kostenlos in Jugendprojekten und Schulen verteilt. In Deutschland gibt es mittlerweile immer mehr organisierte Rechtsradikale. Die Nazis versuchen verstärkt in Jugendzentren, auf Konzerten und auf der Straße an Einfluss zu gewinnen.
Umso wichtiger, dass wir uns gemeinsam gegen Nazis stark machen und zeigen, dass für ihre menschenverachtenden Ideen kein Platz ist. Teilweise kaufen die sich auch erstmal nur ein T-Shirt, weil der coole Broilers-Sänger das keinen Bock auf Nazi-Shirt anhat. Aber dann werden die halt in der Schule angesprochen von irgendeinem rechten Jugendlichen, der sagt, ey, was hast du denn da für eine Scheiße? Und dann muss der sich rechtfertigen und dann fängt so ein Prozess an. Es ist auch viel so Partypublikum bei Rock am Ring und Highfield und sonst wo. Aber ich finde, das schließt sich halt überhaupt nicht aus. Es geht überhaupt nicht, auch bei uns mit ZSK. Ich mache doch keine Politvorlesung an so einem Abend, sondern wir wollen mit den Leuten total cool feiern. Und trotzdem soll klar sein, wenn es drauf ankommt, steht man auf der richtigen Seite. Bei den Nazis kommt das immer sehr gut an, wenn wir was machen. Ist manchmal auch amüsant. Kommen schon sehr skurrile Sachen per Post. Wann wir aufgehängt werden und welche Juden denn uns bezahlen heimlich und so. Aber kann ich gut mitleben. Ich bin Kummer gewohnt. Einer meiner Lebensträume hieß tatsächlich, ich möchte in einem Haus mitten im Wald leben. Haben wir nicht ganz geschafft, aber am Waldrand wohnen wir jetzt. Und deswegen haben wir irgendwann angefangen, einfach Häuser auf dem Lande zu suchen für uns. Oder ein Haus zu suchen und viele uns anzuschauen und haben dann dieses Forsthaus hier gefunden, was genau unsere Kragenweite ist. Der Makler hat uns gleich darauf hingewiesen, ja, da gibt es noch ein kleines Problem am Dorfende. Es gab ja nur einen Protagonisten des Schreckens quasi hier im Dorf, der sich mal momentan aber sehr ruhig verhält. Ja, es ist tatsächlich ja so, dass die meisten der jetzt hier in Jamel lebenden Nazi-Familien nach uns, Jahre nach uns hierher gezogen sind. Damals gab es, wie gesagt, nur diesen einen, den Anführer dieser Nazi-Crew hier. Und das schien uns handelbar, weil auch auf St. Pauli gibt es extrem schwierige Mitmenschen. Jamel, das sind 11 Häuser am Ende einer Sackgasse. Die Bewohner zum Großteil Nazis. Und am Rande des Dorfes ein Künstlerpaar, das sich seit Jahren wehrt. Freiwillig hat niemand dieses Dorf betreten. Wir hatten damals ein paar Umarbeiten hier bei uns im Haus, hatten uns dann auch mal ein paar Preise eingeholt von Handwerkern. Und einer kam dann eines Morgens hier und sagte, ach Gott sei Dank, gehören Sie nicht zu den Nazis. Meine Frau bat mich doch heute auf diesen Auftrag zu verzichten. Und das hat uns auch schon zu denken gegeben. Dann hörten wir über die Presse ein ganzes Dorf in rechter Hand. Das kann doch nicht, gar nicht wahr sein. Wir sind quasi nicht ein ganzes Dorf in rechter Hand. Wir gehören nicht dazu. Dann haben wir zusammen quasi das Festival aus der Taufe gehoben. Ja, Jamel, das ist... du hast dich natürlich im Vorfeld beschäftigt. Du weißt, dass dieses Pärchen da wohnt. Du weißt, welchen Angriffen die ausgesetzt sind. Und dass die Kameraden da auch in dem Dorf wohnen. Da steht das Straßenschild Braunau, 1340 Kilometer. Du weißt, wo das da längs geht. Das schlimmste Beispiel, was passieren kann, wenn Nazis so im ländlichen Raum diese nationalbefreite Zone-Strategie fahren. Und die Lohmeyers sind echt krasse Leute, wie die das da durchhalten. Das ist schon wirklich hart. Bedrohung, Sachbeschädigung, Diebstahl, also die ganze Palette. Ich sage immer scherzhaft, wir haben das ganze Strafgesetzbuch schon durch als Opfer. Bis hin dann 2015 ist ja relativ bekannt, unsere Scheune von Brandstiftern angezündet wurde und komplett abbrannte. Das war so das massivste Verbrechen, was an uns begangen wurde. Ja, und dann kamen noch die ganzen Anrufe, Briefe und der ganze Scheiß. Und dann kam auf einmal so, ach, Telefon. Und ja, Management der Dosen, ja, haha, ha, und danke und tschüss. Nein, halt, halt, wir sind wirklich hier, wir würden gerne. Und ich sag, oh, ja, okay, ja, freut uns. Habt ihr noch einen Slot? Ja, kein Problem, ihr kommt vorbei. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und dann standen die auf einmal hier vor der Tür. Also, als ich von denen gelesen habe, ich war unglaublich beeindruckt, was für einen Kampf die da abziehen. Und speziell, als wir die dann besucht haben, zu sehen, ja, in was für einem Umfeld die da die Stellung halten und eigentlich den Job machen für uns alle hier.
das hat mich zutiefst gerührt und deshalb war da also unsere hundertprozentige Solidarität gefragt. Campino ist ja hier durchs Dorf gelaufen und hat sich das angeguckt und hatte auch Kontakte der dritten Art mit den Nazis und konnte es kaum fassen, dass es sowas gibt hier in Deutschland, gerade in Deutschland. Und dann haben sie uns Leute einfach aus ihrer Crew zur Seite gestellt, die bis heute mittlerweile gute Freunde geworden sind, die bis heute das Festival für uns, mit uns organisieren. Und wir haben dann auch ein Bild gemacht mit so einer Kein Bock auf Nazis Fahne vor dem Haus von dem. Und dann kam er raus und hat das gesehen, war stinksauer, ist zu uns gerannt, hat versucht, uns die Fahne wegzureißen und hat immer gerufen, nehmt den Fotzenlappen da weg, nehmt den Fotzenlappen da weg und uiuiui. Also so sind die Reaktionen, bis hin, dass jetzt während unserer Festivals oftmals eben auch Übergriffe gerade der jugendlichen Jamels auf unsere Besucher stattfinden in Form von zerstochenen Reifen an den Fahrzeugen. Beim letzten regulären Festival sogar eine Bedrohung mit einem Baseballschläger von einer Festivalbesucherin. Also das ist schon so, da Polizei ist zwar immer im Ort hier und versucht sozusagen, die politischen Gegner voneinander fernzuhalten, aber nachts im Dunkeln auf dem großen Campinggelände, da ist man dann doch alleine im Zweifel, wenn so ein Nazi mit einer Keule vor einem steht. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Dann stehst du da vor tausend Leuten und dann dauernd kommen irgendwelche Nazis raus, Texte und Ansagen und so weiter. Und du weißt, da vorne sitzen die Kameraden unter der schwarz-weiß-roten Flagge. Also das ist eine der strangesten Sachen. Ich stand mit Bela da, Bela sagte auch, Ding, hast du sowas schon mal? Diese Szenerie ist so, die ist spooky auch. Sicherlich eines der abgefahrensten Konzerte, die ich so gegeben habe, ja. Aber der Antifaschismus endet nicht dort draußen, sondern er beginnt dort draußen. Das sollten wir alle von diesem Festival mitnehmen. Die haben natürlich allergisch darauf reagiert, dass irgendjemand wagt, ihnen was entgegenzusetzen, weil für die rechte Bewegung ist es einfach so, wenn du nicht Teil der Bewegung bist, dann bist du Feind und gehörst am besten unter die Erde. Und wie gesagt, ich komme aus einer Ecke, wo du normalerweise nimmst du dann mal dir was in die Hand und dann gehst du da mal rüber und dann erledigst du dieses fucking Problem da. Aber das kannst du eben nicht tun. Ne? So, dann bringst du dir noch mehr in Gefahr dadurch. Okay, dann lässt du das nach. Also das ist schon ungeheuer, wie durch Gebietskäufe und Grundstücksverteilung teilweise Parallelwelten geschaffen werden, wie man das von schlimmsten Sekten kennt. Und wahrscheinlich werden die Kinder da auch in Kindergärten geschickt, die dann anfangen, altes deutsches Liedgut dann da einzuüben jeden Morgen. Dem müssen wir widersprechen, mit allem, was uns zur Verfügung steht, wie auch immer. Ich glaube, es ist nicht nur Haltung, es ist natürlich, irgendwann wird es auch zu deiner Lebensaufgabe, zu sagen, wir gehen hier nicht weg. Das hat einfach Priorität. Und dementsprechend lebt man, dementsprechend arbeitet man, dementsprechend denkt man und das ist okay so. Andere machen nichts, wir machen viel. Was anderes. Ja. Das Arbeitsamt hatte 99 eine Seite, wo eine Liste mit allen Ausbildungsberufen drauf war, die es gibt in Deutschland. Und das war sozusagen auch für mich im Endeffekt jetzt prägnant, weil ich sozusagen dadurch habe ich dann die Lehre zum Hafenschiffer. Ich habe einfach das Wort genommen, was ich am witzigsten fand. Hafenschiffer, das habe ich dann gelernt. Und ich hatte das unwahrscheinliche Glück, dass es einen unglaublichen Mangel gab, weil der gesamte Hafen einfach ungefähr 15 Jahre vergessen hat, auszubilden. Und das wusste ich am Anfang nicht, aber mit Unterschreiben des Lehrvertrags hast du eigentlich auch schon deine Lehre bestanden gehabt. Also weil es einfach so einen Mangel gab, ich hatte im ersten Lehrjahr 187 Fehltage. Als es dann so 2015, 16 mit der zivilen Seenotrettung losging, dass es die ersten NGOs gab, Sea-Watch war ja die erste deutsche NGO. Und die sind in Hamburg relativ schnell präsent gewesen, wenigstens medial, weil die in Hamburg sozusagen, die haben ja ihr erstes Schiff, was sie gekauft hatten, hier in Hamburg umgebaut. Deswegen habe ich mich relativ schnell damit beschäftigt, ob ich da mitfahren kann oder dass ich da mitfahren möchte. Und das habe ich dann eben im November 2016 auch das erste Mal gemacht. Nicht bei Sea-Watch, aber bei Jugend rettet. Mein Körper treibt auf dem Meer und ein paar andere hinterher. Alles riskiert und aufgegeben, auf der Flucht in ein sicheres Leben. Mit der schönen Juventa. Insgesamt gibt es alles auf den Schiffen. Also es ist nicht irgendwie eine reine Punker- oder Zeckensache. So. Da sind Chefärztinnen von irgendwelchen riesigen
Krankenhäusern, da sind sonst wie Seefahrerinnen von irgendwelchen anderen großen Reedereien. Da gibt es wirklich alles. Darauf lässt sich nicht vorbereiten, was man da erlebt. Also natürlich, um das Wort nochmal zu benutzen, technisch schon. Also klar, du kannst dich darauf vorbereiten, dass du ein Boot sehen wirst oder wie du an einem Boot ranfährst oder so. Und auch wie du die Menschen behandelst, wenn sie an Bord sind oder wie du auf medizinische Notfälle reagierst. Das lässt sich alles in der Theorie durchgehen. Emotional lässt sich nicht darauf vorbereiten, was du da unten erlebst. Bei meiner allerersten Mission sind wir zu einem Boot gefahren, was uns von einem anderen Schiff, also von einem Handelsschiff wurde uns gesagt, wir haben bei sich in der Nähe ein Schlauchboot und wir sind in die Richtung gefahren und dann, während wir auf dem Weg dahin waren, kam irgendwann über Funk von diesem Handelsschiff, ey, ihr könnt langsamer machen, das Boot ist gerade gekentert und da sind halt knapp 150 Leute in ein paar Minuten ertrunken. Sie kommen zu Tausenden. Ich habe da an dem Tag dann mehrere Leichen aus dem Wasser gezogen und an Bord genommen und die dann irgendwie zurechtbiegen müssen, um sie in irgendwelche Bodybags reinzubekommen. Wie willst du darauf vorbereitet sein? Also man kann ja jeden Tag an der Welt auch verzweifeln. Es läuft doch so unglaublich viel Scheiße, wo man denkt, einfach aufhören und hinlegen und das war's. Aber dann können wir halt alle aufhören. Ich glaube, man muss immer schauen, was sind denn die positiven Sachen, die passieren. Ich hatte das Glück, ich finde, es ist ein Glück, dass ich da also sozusagen mitgeholfen habe, zwischen 6.000 und 7.000 Menschen das Leben zu retten. Am frühen Morgen werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt. Charkiw im Osten, die Hauptstadt Kiew, Odessa im Süden. Jetzt in der heutigen Zeit, gerade mit der Ukraine, sieht man das einfach, dass sämtliche Punkrock-Kneipen irgendwie zusammen sammeln gehen, ne, und Sachen organisieren, dass Bands Shows spielen, um Geld zu sammeln und solche Sachen. So am 2. März, da irgendwie morgens aufgewacht und bin so ein bisschen durch Social Media gescrollt und hab halt irgendwie gedacht, dieser Krieg hat angefangen und das ist sehr erschütternd natürlich und was kann man machen? Ich bin Musikerin, was kann ich geben? Ich gebe Musik. Und dann dachte ich, gut, wenn ich das mache, dann würden es ja auch andere Musikerinnen und Musiker vielleicht noch machen und vielleicht kenne ich ja den einen oder die andere und kann die mal anrufen und dann dachte ich, okay, ein Sampler muss her. Eine Komposition an verschiedener Musik, die Musiker und Musikerinnen spenden, um dadurch Geld zu generieren und eine bestimmte Organisation zu unterstützen, die dann den Betroffenen des Krieges aus der Ukraine und in der Ukraine hilft. Krieg ist auch für mich so eine ungreifbare und große Sache. Ich kann das einfach nicht verstehen. So, ich verstehe nicht, dass es Regeln im Krieg gibt. Warum macht man es dann überhaupt so? Ich verstehe nicht, warum mehrere tausend Menschen sterben müssen und leiden müssen, weil sich irgendwie, ich sag jetzt mal, vier Leute sich streiten.
Ich glaube, genau wie der Kalte Krieg in den 80ern, der die Musikszene stark beeinflusst hat und auch diese Rock Against Bush und dieser ganze Anti-Amerikanismus, den man damals dann nach 9/11 natürlich auch hatte und der Irakkrieg und so weiter, was ja natürlich auch die Punk-Szene noch mal stärker politisiert hat. Genauso wird das jetzt auch die Wahrnehmung, die Musik, die Stimmung, das wird alles ändern. Wir müssen nicht die Lösung dafür haben. Wir müssen uns auch nicht politisch groß auskennen und irgendwie sagen können, was jetzt wirklich das Bessere gewesen wäre. Und. In erster Linie ist, glaube ich, unsere Aufgabe wieder zu sagen, dass Krieg scheiße ist. Was den Stein ins Rollen gebracht hat, tatsächlich war Peter Fox. Dann dachte ich, wen kann ich denn noch fragen? Und auf einmal habe ich Udo Lindenberg angefragt. Und den kenne ich jetzt nicht persönlich, aber dann übers Management. Und dann kam auch am nächsten Tag sofort, hey, wir sind dabei. Wollt ihr den oder den Song? Und dann Niedeckens Bab und dann Doro. Ich wollte Musikerinnen und Musiker zusammenfügen und aus verschiedenen Genres. War mir so wichtig, dass es so, dass man denkt, hä, Udo Lindenberg und Creator. NoFX, ich bin Fat Mike aufs Dach gestiegen. Alter, gib mir jetzt hier einen Song. Und er so, hier eine MP3. Ich so, nein, please. Ich will damit in die Charts, einfach damit Love, Peace and Harmonies in den Charts, in den Mainstream ankommt. Ich finde, das ist Punkrock. Ein Song gegen Faschismus oder gegen Homophobie oder eben gegen einen Krieg bringen nicht mehr so viel. Das würde ich halt einfach schon sagen, weil vieles ist einfach schon gesagt und viele Lager sind auch einfach aufgeteilt. Aber was dann in dem Moment einfach geil ist und was wichtig ist, ist, dass es immer noch eine große Szene ist, die dann in dem Moment auch zusammenhält, die, wie du sagtest, so Spenden sammelt, die Konzerte organisieren kann, die Hilfskonvois organisieren kann und das alles eben unter diesem unter diesem Hut dieser Punk-Szene. Coolen Punks sind die was machen. Ne? Also sei es irgendwie seltsame Fernsehreportagen oder Twitter-Accounts oder Bands oder sonst was, aber die coolen Punks machen was. Und da sind ja meistens auch die ein bisschen länger als 1-2 Jahre dabei sind. Der Nettoerlös geht an Mission Lifeline und das ist eine Organisation, die seit 2016 sich gegründet hat und die auch Menschen im Mittelmeer die ganze Zeit also hilft und diese rettet und so. Weil mir ist auch wichtig, ja, jetzt haben wir den Krieg vor der Tür und die Menschen aus der Ukraine sind betroffen, absolut. Aber deswegen möchte ich in dem Sinne auch das Zeichen setzen, wir spenden nicht an die Ukraine-Hilfe, sondern an Mission Lifeline, die Geflüchteten generell helfen. Ich habe am Anfang auch mit Mission Lifeline Kontakt gehabt und habe mich auch als Fahrerin angeboten, auch mit Fahrerin mit Auto und so. Und dann kam über den Tierschutzverein Berlin, wo ich auch Botschafterin für bin, das Thema auf, dass sie Spenden an eigentlich nach Breslau bringen wollten, zu einem polnischen Tierschutzverein, um an der, das, also die Sachen sollten halt an der Grenze helfen. Die Tierrechtsbewegung ist mit der Punk-Szene verknüpft, weil Punk einfach einen starken Gerechtigkeitssinn hat und einfach Ungerechtigkeiten entgegenwirken sollte und
Da, wo Unrecht passiert irgendwie und wo man dem entgegenwirkt, ist das für mich Punk. Da, wo man versucht, Sachen zu ändern, in welchen Bereichen, wo man Missstände sieht, wo man Ungerechtigkeiten aufdeckt, ist es für mich Punkrock. Und dann haben die auch FahrerInnen gesucht und ich habe mich halt freiwillig gemeldet und habe halt eine Freundin gefragt und die war auch dabei und wir waren dann ein Team und sind dann nach Breslau gefahren. Und dort haben die dann gesagt, ey Leute, an der Grenze brennt so hart, wenn ihr wollt, könnt ihr es direkt dahin fahren, weil die brauchen die Sachen. Und dann sind wir ins Auto gestiegen, sind dahin gefahren, waren an die Grenze nach Medica und haben dann quasi die Leute vor Ort kennengelernt, die da so einen Tierschutzverein an der Grenze hatten und die halt erzählt haben. Wir sind gerade in Kherson angekommen. Das ist übrigens kein Gewitter, sondern das ist das, wonach es sich anhört. Die Russen sind nicht sonderlich weit weg von uns, 2 bis 3 Kilometer ungefähr. Ihr seht hinter mir Zerstörung. Jo, wir sind jetzt am Tierheim und haben jetzt die Hunde eingeladen, die wir mitnehmen, hier aus Kherson. Und ja, Hunde wie diese Hunde sind aus der Flucht gerettet worden. Das sind jetzt die letzten 6 Hunde, die hier in diesem Tierheim untergebracht wurden. Und hier ist aber einfach kein Platz dafür. Deswegen kommen die zu uns ins Tierheim nach Kiew. Und da sind sie auf jeden Fall sicher. Das sind bestimmt über 30 Grad inzwischen. Und das die ganze Zeit, ey. Wir sind irgendwie sonntags wiedergekommen. Und dienstags haben wir uns im Zoom getroffen, haben einen Verein gegründet. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute mir sagen, sie können ja nichts machen oder sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ich muss dann immer, also ganz oft muss ich daran denken, ich habe mich mal wirklich hart besoffen mit dem Bruder von Che Guevara. Und der hat halt ein Buch geschrieben, mein Bruder Che, was ein sehr, sehr tolles Buch ist. Und er meinte halt, seine Hauptintention war halt, dieses Buch zu schreiben, weil er das Gefühl hatte, die Leute also zu Recht würde ich sagen, sozusagen die Leute machen sozusagen aus seinem Bruder einen Helden und verehren ihn total. Und dass sie das als Ausrede benutzen, nicht selber was machen. Sie sagen halt, Alter, das ist ein Held. Der hat das gemacht und damit haben sie halt die Ausrede, ey, das machen nur Helden. Ich muss das gar nicht probieren, hier die Welt zu verändern, weil das ist Heldenaufgabe. Ich bin keine Heldin oder kein Held. Und das habe ich tatsächlich inzwischen auch oft dann das Gefühl, dass die Leute mich oder uns als Ausrede benutzen und sagen, ey, du bist einfach so abgefahren, dass du das alles machst. Und das kann ich ja gar nicht. Und dann haben wir halt wirklich Learning by Doing. Wir haben erst dem polnischen Verein geholfen. Dann hatten wir plötzlich Kontakt zu ukrainischen Vereinen. Dann haben wir mit denen gesprochen. Dann haben wir angefangen. Dann haben wir eine Palette dahin gefahren, Futter. So, dann war das so, okay, wollen wir einen LKW schicken? Okay, lass mal versuchen, einen LKW zu schicken. Eine Woche später haben wir einen LKW mit 10 Tonnen geschickt. So, wir sind jetzt am nächsten Ort. Hier sollen wir eine Hündin mit Puppies abholen. Das Militär hatte das gemeldet. Die am Blockpost haben uns jetzt nicht durchgelassen, weil hier gerade aktive Kampfhandlungen sind und es einfach viel zu gefährlich ist. Reichweite ist gut und Reichweite bedeutet am Ende auch Spenden und man braucht eben finanzielle Mittel, egal ob man Menschen aus dem Mittelmeer rettet, Tieren ein Zuhause gibt oder irgendwelche Spendenfahrten in die Ukraine macht, man braucht halt irgendwie Kohle dafür. Nicht nur die zivile Seenotrettung, sondern ganz viele Bereiche profitieren von den sozialen Medien. Also die gesamten Aufstände in den nordafrikanischen Ländern, die in den letzten 10 Jahren waren, da waren soziale Medien existenziell, dass die so stattfinden konnten. Man erreicht viel mehr Menschen, man erreicht viel mehr Aufmerksamkeit, man hat ganz andere Möglichkeiten. Ich finde es super wichtig, Aufklärungsarbeit im Internet zu machen. Ist es super wichtig, man erreicht viele Leute und gerade so Themen wie Veganismus, man kann sehr viele Menschen im Internet dafür sensibilisieren, aufklären, Awareness schaffen. Aber es gibt halt auch so Sachen, die müssen halt in der echten Welt passieren. Also Punk heißt für mich eigentlich Leuten aufhelfen, die von der Gesellschaft in die Pfütze geschmissen wurden. Ist ja eigentlich völlig klar. Also ich meine, wir können nicht eine Tafel Schokolade für 1 Euro kaufen und denken, alle, die damit zu tun haben, verdienen gut. Unser ganzer Lebensstil, der ganze europäische Lebensstil ist ja nur möglich, weil der Rest der Welt ausgebeutet wird. Und das seit ein paar hundert Jahren. Also sozusagen die ganzen Firmen hier sind ja überhaupt nur so reich, weil sie eben Landraub betrieben haben, Bodenschätze geraubt haben, bis zu Menschen. Also ich meine, es wurden Millionen Menschen aus Afrika entführt und versklavt. Ich glaube, es ist immer noch so eine gewisse Anti-Haltung auf jeden Fall auch. Oder ja. Es bedeutet für mich auch, sich selbst einen Kopf zu machen und nicht immer mit jedem Scheiß mitzumachen oder mitzuschwimmen. Aber ich finde, Punk muss nicht immer Anti sein. Ich finde, Punk kann auch mal für etwas sein, weißt du? Auf jeden Fall, deswegen, ja. Das ist mir im letzten Jahr einfach auch so bewusst geworden, dass wir automatisch sagen, wogegen wir sind, wenn wir erstmal sagen, wofür wir sind. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns doch lieber eine Sache suchen oder finden, die uns allen richtig am Herzen liegt und dann unsere ganze
Konzentration, unsere ganze Energie auf diese eine Sache zu lenken. Ja, es gibt immer wirst du coole Leute haben, die sich gegen die ganze Scheiße engagieren. Und solange die da sind, bin ich auch da und dabei. Und deswegen müssen wir weiter laut bleiben, schlicht und ergreifend. Also aufgeben, keine Chance, liebe Nazis. Wir bleiben und wir machen auch weiter Veranstaltungen. Wir machen weiter unsere politische Bildungsveranstaltung, die wir auch machen. Also wir bleiben am Ball, weil es sonst kaum jemand tut hier, schlicht und ergreifend. Das ist der traurige Untertitel unseres Engagements. Wenn nicht wir, dann niemand. Das war ja dann nicht mehr so punkmäßig, sondern das war einfach dann absolutes Ober-Star-Level. Und das war diese Phase, wo die Plattenbranche komplett durchgedreht ist. Sie sind alle auf Miami Vice gewesen. Und man musste damals noch mit so einem krassen Modem ins Internet gehen, was immer so Geräusche gemacht hat. Niemand konnte dann währenddessen telefonieren. Ich habe sehr viel auch Hass im Internet erlebt, meistens von Männern tatsächlich. Und das motiviert mich eigentlich noch mehr. Radio.